So, Glowfeel vorbei. Ihr könnt mich nicht. Doch, ihr trefft mich. Dankeschön. Ist super bei euch. Also, da warst du schon mal besser. Nein, 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 nein. Das mit der Motivation üben wir jetzt noch. So, pass auf, ich gehe jetzt mal nach hier. Hier kommen die lang, das ist scheiße. Oh. Ja, komm, links, rechts, geradeaus. Ja. Aber hier waren wir schon. Ja, sag an. Hier waren wir schon drinnen. Also, immer, aber hab ich. Was brauchen wir denn für die Tür da vorne? Das weiß ich nicht. Das sehe ich ja nicht, wenn ich rüber habe. Deswegen renne ich einfach nur vorbei! Keep on running. Ah. Ja, hier brauchen wir den Administrations... Ja. Schlüssel. Die Falkenbox. Wir haben die Falkenbox immer noch nicht geöffnet. Sag mal, sind wir eigentlich mit dem Paternoster mal jetzt nach unten gefahren? Nee. Also können wir denn noch weiter als können wir noch tiefer als in der 8? Na, wir haben es nicht probiert irgendwie. Das Ding ist nämlich halt, dass wir daneben war der Bibliotheksschlüssel. Was ist das hier? Was war das hier? Geh doch mal gucken. Was da schon die Bienen gesehen, ne? Die da stehen. Ja, ja. Und nur auf mich warten. Von mir. So. Du machst es ja, guck mal hier, zack, zack, guck mal. Oh, schön, ja, schön. Ja, so. Sehr gut. Entwürdung. Ja, so, guck mal. Ich jetzt aber nicht hin. So, pass auf. Und Kolibri-Schlüssel. Haben wir den? Ja, haben wir nicht. Aber so, warum haben wir den nicht? Was haben wir denn? Moment, wir haben da einen Schlüssel gefunden. Was war denn das für ein Schlüssel? Nee, das war auch nicht beim Kolibri. Nee, das war hier dieses Vorhängeschloss-Schlüssel. Geht noch tiefer. Nee, geht's nicht. Wir sind in der 8. Aber. Wir sind jetzt noch weiter in der 8. Also kannst du noch mal kurz. Wir sind noch weiter in der 8. Wir sind so tief in der 8, weil wir noch nie in der 8 waren. Nee, wir kommen immer bei der 8 an. Ja. Ach so, naja, klar, weil er ja natürlich unten durchfährt. Dann fahren wir noch mal hoch. Ach ja. Ja, guten Tag. Tschüss. So, jetzt sind wir in der 6. Werkstatt! Werkstatt! Da ist nochmal Werkstatt! Okay. Da ist auch bei der 6 ist die Werkstatt. Scheiße, wir hätten 7 und 6 hast du. Nee, geh doch mal ins Speisezimmer. Werkstatt, 6. Jetzt eins gut. Oh, was? Da ist die Werkstatt. Okay. So. Oh, ich bin panisch. Oh, hier. Ja, Thomas, genau. Hör auf mit dem Kinderlachen, scheiße. Das ist schon gruselig genug, der Shit. Aber hier können wir ein Tape abspielen. Hier können wir ein gerissene Band voll. Wir müssen das Band noch reparieren, Alter. Ich krieg eine Macke. Tesaband sofort und ein Bleistift. Warum? Warte mal, gibt's denn in der Werkstatt vielleicht noch eine Möglichkeit, das Band da rechts zu reparieren? Na, wenn nicht in der Werkstatt, wo dann? In der Bücherei. Oh, Munition, ist immer gut. Bekannte Replika-Probleme Teil 2. Vertrauliche Informationen für den Kommandanten. Erfahrungen mit diesen Replika-Modellen haben uns Einblick und Unregelmäßigkeiten im Verhalten dieser Einheiten gegeben, die auf die ursprüngliche neuralen Muster zurückgehen, die für diese Einheiten benutzt wurden. Aufgrund der vertraulichen Natur dieser Informationen sollte dieses Dokument nach dem Lesen zerstört werden. Ja, das hat ja super funktioniert. Star. Trotz ihrer normalerweise lockeren Art haben Stare eine strenge interne Hackordnung, die es zu beobachten gilt, wenn man Einheiten zu Offizieren befördern will. Eine respektable Einheit nicht zu befördern oder eine Einheit vom niedrigen Stand zu befördern, führt zu Spannung in den Schlafsaalgruppen. Stare entwickeln gelegentlich Klickenregeln, die körperliche Strafen involvieren. Es wird empfohlen, einigen Offizieren persönliche Militärwaffen als Fetischobjekte zu erlauben. Storcheinheiten haben ein ungeduldiges Temperament. Sie früh nach dem Ersteinsatz in Geduld zu trainieren, ist entscheidend, da ihr neurales Muster weniger stabil als das anderer Modelle. Verfehlungen in dieser Phase können ein extrem explosive Persönlichkeitsbild mit einem Hang zur Grausamkeit und Gewalt erzeugen. Eine beliebte Strategie ist es, ihr eine ältere Star-Einheit als Partner zuzuweisen. Stoys Persona stabilisiert sich,
indem sie duscht oder badet. Bücher oder Geschichten oder Mythologie funktionieren gut als Fetischobjekte. Funktioniert bei mir auch super, duschen und baden. Das stabilisiert meine Persönlichkeit auch immens. So, wir können aber wir hier... Wo können wir denn jetzt bitte diese beknackte Kassette reparieren? Das ist ja Big Gunner Ying, Alter. Ich muss das hier rissene Band in der Kassette reparieren, bevor ich es abspielen kann. Wo? Kannst du... noch woanders? Also, da rechts daneben war ja auch noch was gewesen, neben dem... Da, genau. Aber da kannst du, das kannst du nicht anvisieren. Schade. Schade. Das ist nix. Also, ich würde auch tatsächlich sagen, das sind ja halt in der Werkstatt eventuell irgendwo so ein bisschen Kleber, wo man sagt so... Fertig. Okay, haben wir denn noch irgendwas im Inventar oder in der Box, was wir kombinieren könnten, damit wir das Tape irgendwie reparieren können? Also, oh Mann. Naja, ich gehe mal davon aus, dass wenn denn wahrscheinlich eher in der Box. Geh mal hier. Hier jetzt noch nach unten weg. Nochmal eine Tür, aber die wird wahrscheinlich verschlossen sein. Hallo! Guten Tag und tschüss. Hä, warum ist denn da ein Loch? Warum sehen wir das erst jetzt? Weil wir hier noch nicht drin waren. Okay. Allzweck Reparaturarbeiter Replika Ara. Typ Generator 2 ökonomisch Allzweck. Gestell biomechanisch mit titanverstärkter Polyethylenschale. Größe 1,85 Meter. Die 10 Arbeiterbienen der Bau- und Reparaturindustrie. Als eines der frühen Replika-Designs sind die einfachen, aber effektiven Aras tatsächlich das bislang meistproduzierte Replika-Modell. Diese starken Schwerarbeitereinheiten sind ideal für den Einsatz im Bau und der Produktion von Industriegütern. An vielen Orten der ganzen Nation haben Aras bereits alle Arbeitergestalten in Bereichen wie Klimaforschung und Kampfmittelräumung ersetzt. Stand zwar Formung, aber ja, wird kommen, werden wir auch nicht so sein. So, den kann ich immer noch nicht nehmen. Oh, warte mal, hier ist noch mal. Es geht noch weiter nach unten. Oh! Oh, hinter mir ohne, Alter! Das ist aber mies. Da geht's mal gar nicht mal so gut. Da geht's mal jetzt gar nicht mal so gut. Stirb! Ja, wenn du schon so nett bist und so dastehst, gibst du erstmal einen Headshot von mir. Er wartet fleißig. Ja, das ist er nett. Dass er auch entgegenkommt. Ah, hier ist zu. Okay, jetzt nicht weiter. Aber hier ist halt ein Loch. There is a hole. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir da wirklich rein? Naja, ich sag mal so. Wir haben hier jetzt erstmal kein anderes... Wir haben keine Box auf der Ebene. Ja, ist richtig. Ich würde sagen... Das Glück ist mit dem Mutigen. Oh, ich bin hochgekommen, aus Versehen. Ja, da war ja nichts. Ja, wir hätten das wahrscheinlich tierisch abkürzen können. Okay. Okay, let's go. Moment mal. Ja? Ja, hier sind wir auch vorhin runtergekommen. Bin ich der Meinung. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Aber wir sind nicht in dem Raum drin gewesen, das ist Quatsch. Nee, warum kann, nicht? Ja, weil wir vorher in dem Raum mit dem Loch nicht drin waren. Ach so. Echt nicht? Nee. Nee, waren wir wirklich nicht. Ja. Naja, dann gehen wir mal nach oben rechts in unsere Box. Dann lass uns mal gucken, what is in the box? What is in the box? Um zu gucken, ob wir irgendwie das Tape kombinieren können mit irgendeinem Stuff, den wir da drin haben. Kleber, I don't know. Ja, wäre geil. Schraubenzieher. Ja. So, okay. Lass uns doch mal kontrollieren. Wir haben das Fotomodul. Ja, aber da konnten wir auch noch gar nichts machen. So gar nichts. Aber so überhaupt nicht, oder? So, warte mal, ich pack mal jetzt ganz kurz erstmal. Ja, die Entity, Eternity ist auch erstmal, sagt uns auch nicht viel. Können wir mit dem... Der Hunter-Key. Wir haben den Jägerschlüssel. Für ein Vorhängeschloss. Schlüssel. Den würde ich mal einpacken. So, denn irgendwie rechts. Hier durch die Tür. Da waren wir noch... Ey, da waren wir wirklich noch nie drin. Wahoo!
Also ich dachte, den hättest du gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen. War zu dunkel, okay, mein Bildschirm. Der stand da schon eine Weile. So, und hier, Upper, North, irgendwas, keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir durch die Tür da durch. Alter, so ihr Hammer und Zirkel hier. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, man muss auch ein bisschen, und hier haben wir die Shooting Range. Ah. Und hier ist das Klebeband. Oder wie Benny sagen würde, Intensivtape. Etwa Hazel Tape. Das ist schön. Das ist mir schon 100 Mal passiert. Irgendwie. Du klebst an irgendeinem Wort, das total einfach ist. Ja, aber dein Hirn kriegt das nicht gebacken, dieses Wort gerade in zu artikulieren. Nee. Ja, da steht irgendwie, keine Ahnung, schönes Beispiel. hat mir eine Bekannte mal erzählt, die waren an der Tankstelle. Und die hatten sich da was zu essen geholt, also hatten ein Tablett in der Hand irgendwie und wollten irgendwo, haben sie überlegt, wo sie sich hinsetzen. Ja, und dann sagt die, kick mal, also der Freund sagt, kick mal, hier hinten ist aber die Besteck. Also meinst du Besteck oder was? So, manchmal kriegt man das halt einfach nicht gebacken. Ne? So Brethering zum Beispiel. Ja, der Brathering. So, dann nehme ich das mal. Kein Platz. Es ist doch wohl nicht wahr. Es ist doch wohl nicht wahr. Hast du noch irgendwie Heilmittel oder so, was du einfach verschwenden kannst? Ja, ich verschwende das jetzt einfach. So, haben wir die Kassette dabei? Ja, haben wir. So, dann kann ich nämlich das gleich mal mit der Kassette benutzen. Kombinieren. Brutherstellung. Brotherstellung, genau. Richtig. Was ist das hier? Waffenkiste nehmen. Ich habe die Waffenkiste genommen. Können wir die öffnen? Ja, du hast ja eh keinen Platz. Aber vielleicht können wir die. Vielleicht ist ja da die Magnum drin oder so? Der Revolver? Ja, tatsächlich kann das sein, ja. Ich weiß nicht, Storch 7 ist. Jäger. Storch 7, Panzer. Ist das irgendwas oder ist das Quatsch? Das ist Quatsch, war Benny, oder? Also ich würde sagen, ist erstmal wurscht. Gut. So, haben wir denn hier irgendwo etwas, wo ich mal kurz was ablegen kann? Ja, natürlich nicht. Wir müssen natürlich dafür erstmal wieder eine Etage runter oder so. So, hier oben in den Eulendom, da war der... Ach nee, warte mal, wir müssen jetzt in die Werkstatt wieder. Ja. Genau. Und wo war jetzt die Werkstatt? Die war in der 6. ne? Nee, wir sind in der 6. Vierte? In der 7. 7. Oh Gott, Alter. Glaube ich. Nee, stimmt nicht, in der 6. Das ist schon richtig. Da unten steht der Workshop. Ich bin dumm. Da unten. Wir sind schon richtig. Kann einfach nur nicht lesen. Ja, mit der Munition tut mir weh, irgendwie die zurückzulassen. Ja, wir kommen doch bestimmt nochmal hier vorbei und so. Ja, die können mal schön alle liegen bleiben. Deine Ausweichskills sind jetzt wieder gefragt gleich. Jetzt müssen wir bloß zur Mitte, das geht, glaube ich, noch. Oh, okay. Aber die ist schnell, ne? Störche sind schnell. So, Kassette. Hast du denn überhaupt schon kombiniert? Hab ich schon. Kassette. Hast du schon. Mixtape. Ah, hooked on a feeling. Entschuldigung. Ja, eine kleine Radiosenderanlage. Sie ist eingestellt, das Eingangssignal des Kassettenspielers ist auf der Frequenz 142 kHz übertragen. Okay. Also, dann machen wir das mal auf unserem privaten iPod. 142. So. Können wir jetzt damit denn quasi zu dem... Zu der Eule. Also die Truse, die Eule da hatte. Ja, und wo ist... Wo war das jetzt immer? Hier. Die Falkenbox war das. Die Falkenbox, okay. Was ist das? Das ist... Ach du Unge, okay. Kennt man noch. Was ist das? Oh, ganz bekanntes Stück. Also warum höre ich nichts? Hast du wirklich was? Ja. Ich habe keine Musik, kein nichts. Die ganze Zeit Musik hier. Okay, ich nicht. Chat, hört ihr die Musik? Ich guck mal kurz in den Stream rein. Ich höre wirklich gar nichts. Ja doch, ich höre, also im Stream höre ich was. Ja, okay. Ja, worum sieben schreibt, jo. Ja, hören wir. Aber ich höre. Herr Junger, du weißt es bestimmt. Wer ist das? Was hören wir hier?
Rosi? Limp Bizkit. Limp Bizkit, was? Ja, ich hab keine Ahnung, ich hör's ja leider nicht. Motorhead hier, hör mal. Nein. Ein ganz bekanntes Stück. Fällt mir gerade nicht ein. Ach, schade. So, warte mal, in der achten. Achte Uk. Aber wir sind ja hier gleich hier vorne. Guck mal, wir einfach nur runter. Was sind wir dabei? Was haben wir weg? Kennen wir nix? Hallo, ich möchte einfach nur weiter runter, danke. Das war doch, kennst du nicht. Na, 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 na. Ah, Star Wars. Ich verstehe. Nein. Star Trek? So, jetzt bin ich gespannt. Oh. Ist eine Bombe, aber gar kein Problem. Ist der Admin-Schlüssel? Oder ist der Kolibri-Schlüssel? Wir haben den Kolibri-Schlüssel. Weißt du noch, wo wir hin müssen zu dem Kolibri-Schlüssel? Ja, der ist hier, ne, auf der Etage. Ah, ja, doch noch recht. Da drüben. Ja, ja, hast du recht. It is right. Okay, gut, haben wir das Rätsel auch gelöst? Also, war ja, also... Easy. Ja, da wird nachher viel für das Video zur der Schere zum Opfer fallen, Angst. So ein bisschen. So, bitte steh nicht genau, danke. Natürlich steht sie genau davor. Lass mich. Ach, Mann. Ja, du hättest es fast geschafft, aber auch nur. Naja, wenn die da direkt davor steht und hier liegt eine Karte. Bitte, bitte, bitte. Wahrscheinlich ist das die Adlerkarte. Richtig. Adlerschlüssel. So, aber was haben wir denn? Aber wir haben noch eine Menge zu lesen. Wir haben noch eine Textdokument. Kolibri-Notiz. Behalte ein Auge auf Adler. Ist das vielleicht schon eine Anspielung auf das Auge, was wir brauchen? Er versteckt etwas vor uns. Naja, wahrscheinlich doch nicht. Es war nichts in seinem Tagebuch, aber als ich in seinen Kopf geschaut habe, waren dort Erinnerungen davon, dass eine LSTR-Einheit in Sierpinski gearbeitet hat. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass so ein Replika-Modell hier jemals eingesetzt wurde. Eine Bestellung für eine einzelne Einheit für Vermessungsarbeiten in der Mine wurde kurz in Betracht gezogen, aber aufgrund der Krankheiten der Kommandantin gingen keine neuen Bestellungen mehr raus. So, machen wir jetzt kurz hier diese hochdramatische Musik aus. Und zunächst das Schreiberchen. Kommandoleitfaden Bioresonanztechnik Replika Kolibri Typ Generation 6 Spitzentechnik wenn es gar nicht mehr rauskommen will, das Wort, wunderbar. Kolibri Typ Generation 6 Spitzentechnik Bioresonanz Spezialist Gestell biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicheren Panzerplatten. Größe 1,52. Streng vertraulich, nur für Kommandanten. Kolibri, ein Wunder der modernen Technologie. Es ist die stärkste Bioresonanzeinheit, die je hergestellt wurde. Jede Falkeneinheit eines Führungskommandos wird von einer Kolibri-KLBR-Einheit Adjutanten unterstützt, die ihr Bioresonanzsignal verstärken sowie ein eigenes produzieren können. Trotz ihrer zierlichen Statur sind Kolibris eine der effektivsten Protektoreinheiten. Kolibris können den Geist von Replikas und Gestalten direkt beeinflussen, Informationen nonverbal extrahieren und untereinander blitzschnell in der vollen Bandbreite der Sinne kommunizieren. Damit stellen die Bioresonanzfähigkeit der Kolibris die beste Reproduktion eines wahren Schwarmbewusstseins dar, das sie erschaffen wurde. Oh, brandgefährlich, die Kolibris, brandgefährlich. Wenn die nur 1,52 groß sind, denn ne, vor kleinen Leuten sollte man Respekt haben. Naja, aber wenn die halt wirklich im Schwarmbewusstsein kommunizieren, dann ist scheiße. Vertrauliche Information nur für Kommandanten. Erfahrungen mit diesen Replikamodellen haben uns Einblick und Unregelmäßigkeiten im Verhalten dieser Einheit gegeben. Hatten wir denn nicht schon mal? Die auf die ursprünglichen neuralen Muster zurückgehen, die für diese Einheit benutzt wurden. Aufgrund der vertraulichen Natur dieser Information sollte dieses Dokument nach dem Lesen zerstört werden. Ja, das hatten wir schon mal. Da wurde jetzt die Eule erzählt und dann die Ara. Stellen Sie mit. Nee, haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht gehabt. Ah, okay. Nee. Also, Eulen neigen dazu, große Gruppen zu bilden und mögen es zu singen und zu tanzen, da das ursprüngliche neurale Muster dieser Einheit eine Balletttänzerin gewesen ist. Interessant. Person,
Persona-Zerfall kann leicht vorgebeugt werden, indem man sicherstellt, dass die Einheit regen Zugang zur Musik hat. Beispielsweise durch Kassettenspieler oder Musikinstrumente. Eine Bindung ohne Musik wird vor die Hunde gehen. Wirklich, komplett vor die Hunde. Stellen Sie mindestens einen Spiegel in jeden Eulenschlafsaal auf. Da Eulen ein starkes Bedürfnis haben, regelmäßig ihr Äußerliches zu prüfen, Eulen-Persona stabilisiert sich, indem sie ein ordentliches Erscheinungsbild beibehält, sowie durch sozialen Austausch. Eulen organisieren sich oft in Gruppen von ca. 10 Einheiten und geben sich thematisch Spitznamen. Ara. Obwohl sie wie stille Einfallspinsel erscheinen mögen, sollten die Aras nicht unterschätzen. Sie mögen es nicht zeigen, aber sie verurteilen unhöfliches und rücksichtsloses Verhalten streng und werden in solchen Urteilen im Stillen mit ihrem gesamten Kader teilen. Aras vertragen sich am besten mit Eulen, da diese meist geduldig und freundlich sind und ein Talent dafür besitzen, die ausdruckslosen Gesichter der Aras zu lesen. In vielen Anlagen bauen Aras Wartungsschächte, die nur für sie zugänglich sind, oft unter Böden und in Wänden. Instabile Einheiten ziehen sich oft in diese Tunnel zurück. Es wird nicht empfohlen, sie zu versuchen, diese Einheiten zu bergen. Ara-Personas werden am besten stabilisiert, indem man ihnen Zugang zu Pflanzen gibt, in denen sie sich kümmern können. Idealerweise bunte Blumen oder Bäume. Ja, dann sieht man mal tatsächlich so einen kleinen Einblick in diese ganze Einheitenwelt mit diesen ganzen Vögeln und so. Zwar nicht, dass jetzt irgendwas hängen geblieben ist. Außer Kolibri, ganz böse. Ganz gefährlich. So, können wir hier bei den Bildern irgendwas machen? Ich hab das Gefühl, dass wir jetzt nur Sachen liegen lassen. Das ist echt doof. Ach du Scheiße. Okay, stirb! Okay, geh mal wieder raus. Also, muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht. Ob wir da schon rein sollten. Was war denn das jetzt für eine Frequenz, die da stand? Weiß ich nicht, 42? 89? 89. Wer bist du? Na! Stellen wir ganz schnell ein, das ist gar kein Problem. Dann gehen wir nochmal ran hier, Freundchen. Mal kicken, wer hier nochmal den Salat hier anmacht. Jetzt eine andere Frequenz bestimmt. Hier. Ja. 236. Wer bist du? 236. Ist ja gar kein Problem, das ist doch schnell eingestellt. So, 17. 217. Aber man muss echt wirklich aufpassen, dass man hier nicht so schnell durchgeht, ey. Raus, komm. 192. Okay. Kein Platz für die Munition. Verdammt, meine schöne Munition. Hier hinten liegt irgendwas schlüsseliert. Schlüssel, was war nicht mit? Der Brief hat einen Schlüssel und wir können nichts tragen. Es ist doch verflucht. Haben wir denn hier wenigstens irgendetwas, wo wir mal schnell sagen können... Nein. Nee, aber wir könnten zurück in den Adler-Room, damit wir die Karte setzen, weil die Karte haben wir auch im Inventar, die Adler-Karte. Okay, dann probieren wir mal die Koffer. Oh Gott. Und dann hätten wir zumindest wieder einen Platz frei, dann könnten wir den Schlüssel holen und dann zum Briefkasten. Mhm. Bitte nicht... Ja, jetzt ausweichen, genau, ja, hast du richtig gemacht, gut, ja. Der war jetzt aber unfair. Ist nicht fair. Führungskommando. So, Rinder, und hier hast du den Adlerschlüssel. Ei. Ah, das Tagebuch. Ich bin letztens fasziniert von einem kuriosen Möbelstück, das ich im Lager entdeckt habe. Eine seltsame Kiste mit einer
abnehmbaren Drehscheibe auf der Vorderseite, die von einem Arbeiter konfisziert wurde. Obwohl ich mir unsicher bin, warum, hat sich mich sofort in den Bann gezogen. Wenn ich mein Ohr auf den Mechanismus lege, kann ich ein leises Ticken hören, wie ein Uhrwerk. Ohne Kolibris Hilfe ist es deutlich schwerer geworden, den Logistikkader zu koordinieren. Wenn es etwas Gutes zu sagen gibt über diese Frau, dann ist es, dass sie trotz ihrer kleinwüchsigen Statur vermag, andere ihre Befehle folgen zu machen. Ich bin sie heute besuchen gegangen, doch ihre Tür war immer noch verschlossen. Ich träumte heute Nacht. Wieder eine Erinnerung an mein Gestaltleben, glaube ich. Ich trug meine Uniform. Ich sah eine junge Frau mit schneeweißen Haaren. Und ich überzog sie einer Art von Test. Ich hatte einen der Karten mit astronomischen Symbolen. Und sie sollten den Planeten erraten, der auf der Karte abgebildet war, die ich hielt. Ich habe immer wieder mit den mechanischen Schließkästen, von der ich nun sicher bin, dass es eine Art astronomischer Kalender ist, herumgespielt, als ich mich plötzlich einer Konversation entsandt, die ich mit einer anderen Replika hatte, als ich die Minenausgrabungen inspizierte. Es war jedoch eindeutig ein Modell, das ich noch nie zuvor gesehen habe, eine Art Ingenieurin mit einem orangenen Bruststück. In meiner Erinnerung war sie einfach ein Mitglied unseres Personals, aber keine Replika dieser Art war je hier auf Sierpinski stationiert. Replika-Erinnerungen sind nicht die zuverlässigsten, sagt man, aber nie zuvor habe ich je ein solch seltsames Phänomen erlebt. Das kleine Enigma, jene Kiste, konnte mich wahrlich nur so lange vom Chaos um mich herum ablenken. Alles, was diese Kiste enthielt, war ein kleines Notizbuch, dessen Seiten sich allesamt als leer erwiesen. Es ist gar schrecklich hier, seitdem unsere geliebte Kommandantin krank geworden ist. Ich sehne mich nach ihrer strengen Führung, nach der überwältigenden Autorität, mit der sie jeden Raum füllte. Mehr Kranke, die mir die Arbeit noch schwerer machen. Ja, wie sollen wir denn all diese Arbeit bewältigen können ohne Verstärkung? Mein einziger Trost ist, dass mit dem Schwinden der Protektorpersonals auch die Arbeiterzahlen schwinden, die wir überwachen müssen. Während mehr und mehr Replika im Krankenflügel landen, verenden Arbeitergestalten viel zu schnell für jegliche Behandlungsversuche. Ein weiteres Tagebuch voll, nur zum Zwecke meiner eigenen Genugtuung. Ich habe noch kein neues bestellt, da ich meine Rationsmark für diese wunderbar aussehenden Füllfederhalter ausgegeben habe. Aber vermutlich habe ich so einen Nutzen für jenes Notizbuch gefunden. Okay. Heißt also, diese Enigma-Box hat wahrscheinlich den Mechanismus mit diesem Planeten, ne, was wir gefunden haben. Ah, okay. Inspekt. Auf der Vorderseite der Kiste ist ein Loch. Sieht aus, als ob ein Teil des Mechanismus fehlt. Na klar, das ist bestimmt im Briefkasten drin. Hundertprozentig. So, ich mach erstmal hier kurz hin. Elster, Generation 5 Kosmos Pionier Spezialist. Gestell biomechanisch mit Kohlefaser verstärkten Polyethylenschalen und Titanskelett. Größe 1,78. Eine vielseitige Pioniereinheit, die primär für den Orbitaldienst konzipiert wurde. Diese zähe und stoische Einzelgänger sind am besten als spezialisierte Sapeure oder Späher geeignet. Ihr technisches Wissen und ihre Kampferfahrung machen diese Einheit zur wahren Überlebenskünstlern. Insbesondere in ihrer markanten weiß-blauen schweren Kampfkonfiguration, die mit kugelsicheren Panzerplatten an Brust und Armen ausgestattet ist. Da das ursprüngliche neurale Muster für diese Einheit bei der Zerstörung des zentralen Neuroarchivs auf Veneta verloren ging, werden neue LSTR-Einheiten auf Basis einer ausgemusterten Einheit aus dem Penrose-Programm hergestellt. Okay. Gut, haben wir jetzt ansonsten irgendetwas? Weil ansonsten würde ich jetzt tatsächlich nochmal probieren, zurückzukommen, wie wir gerade besprochen hatten. Oh.
Ah, ich krieg hier so viel Damage, ey. Go! Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Ja, aber da kommen die gleich nächsten. No. Ja, ja. So, ja, zack. Drumherum, aus! Ihr trickst und rum, ihr dribbelt. So, bitte lass mich jetzt hier vorne durch. Achso, nee, ist er ja nicht. Ja, der ist ja nicht da. Der ist ja. So, Briefkastenschlüssel. Ja, jetzt die Briefkastenschlüssel. Es ist so bescheuert, Alter. Man kann doch einfach den Briefkasten aufknacken unten. Aber nein! Nein! Wir brauchen den passenden Schlüssel. Ja. Den kannst du nicht nehmen. Kann ich nicht. Ist schon wieder voll. Kann ich nicht nehmen. So, warte mal, haben wir hier irgendwas? Briefkastenschlüssel, Jägerschlüssel, dieser Jägerschlüssel auch noch da. Warte mal, kann man ihn nachladen. Leute, nimm mal den Jägerschlüssel und mach mal die Boxer auf. Absolut. Boom. Kursläufe 6 Schuss, naja, jawoll. Hurra. Flintenmunition. Nice, und wir haben den Revolver. So, wo müssen wir hin? 6. Sechste oder 5. 7. auf jeden Fall nicht. Nee, dann 5. ist es 6. Nee, oder? Nee, 6. richtig. Postbox. Okay. War noch mal auf der Shooting Range, war noch Munition. Ja, aber ich muss auch langsam für mich, ne? Oh ja, alles klar. Gut, dann pass auf, dann machen wir es so. Gehen wir noch schnell zum Briefkasten und dann speichern wir. Okay. So, zack. Ja, sehr gut. Das muss immer besser mit dem Dodge. Naja, das hat immer damit zu tun, wo die stehen irgendwie. Das ist ja nicht mal wirklich so, dass man jetzt sagen kann, hey, runter. Warum fährst du nochmal runter? Ah, fuck. Das ist okay. Ja, ich bin auch schon... Fuck! Ich muss hier ja nicht rennen. Aber ich muss mal ganz kurz ausweichen. Okay, ach ey. Langer Weg. Über Cleaning Room. Okay. Ja, Problem ist aber, ich bin halt voll, ne? Ich kann nicht nehmen. Ja, wieso? Wenn du den Schlüssel verbrätst, hast du ja wieder einen Platz frei. Das heißt also, die Postbox kannst du auf jeden Fall öffnen. Oh! Aber direkt, Alter, hau ab! Gleich zweimal. Nein! Ja, da, nee, nach oben. Ah, das hat jetzt ordentlich gerade Leben gefressen. Ja, es geht, guck mal, du blutest noch nicht. Also du sahst vorhin schon schlimmer aus. Ja, wir können auch nicht bluten. Doch, wir fallen einfach tot um. Vorhin hatte sie Blutflecken, wo sie so ganz heftig... Und natürlich. Natürlich doch. Soll doch nicht zu einfach werden. So, Briefkastenschlüssel benutzen. Was da jetzt wohl drin ist? Eine Karte. Die hat Bücherreichschlüssel. Alter, du bist... Also das ist schon Resident Evil-like. Es ist schon Resident Evil-like, irgendwie, wie du hier geschickt wirst. Stimmt. Backtracking ist ja, das Spiel basiert ja nur auf Backtracking. Aber es ist immer noch geil, muss ich sagen. Es ist immer noch gut. Ja.